Jeder Mensch, auch der nicht an Allah glaubt, der nicht Muslim ist oder Christ, wenn er klaut nicht so und zeigt die Leute, weil er Angst hat, weil das nicht richtig ist. Jeder Mensch. Wenn er klaut, dass keiner ihn sieht. Warum, wenn das halal ist? Oder wenn das zulässig ist? Oder wenn das gut ist, sagen wir nicht halal und diese Begriffe benutzen wie Islam oder Religion. Gut oder schlecht. Ein Mensch ohne Glaube hat kein Gott, nichts. Er geht in Weinmarker oder in Marktkauf oder was ich und er sieht sich irgendwas Schönes. Er klaut. Was macht er? Er macht nicht so hier. Ne? Nein, er guckt, keiner sieht wie. Danke, danke, Steck. Ne? Und geht damit raus. Jetzt, wenn, weil er das versteckt hat, er weiß ganz genau, dass das nicht richtig ist. Dass das verboten ist. Dass das strafbar ist. Das ist diese, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt in dir. Und dann bist du selber schuld. Verstehst du? Das heißt, du hast gemacht, obwohl das du das weißt. Ohne Koran. Ohne ein Buch vom Himmel. Ohne ein Prophet. Allah hat bei dir das rein gemacht. Hat die Glaube in deinem Herzen schön gemacht, lieb gemacht. Das, was ich vorher gelesen habe. Allah hat die Glaube in den Herzen der Menschen, nicht der Gläubigen, der Menschen lieb gemacht. Das heißt, was falsch ist, merke ich. Was haram ist, merke ich. Was halal ist, merke ich. Was halal, wenn du halal machst, fühlst du dich wohl. Du fühlst dich zufrieden. Ihr kommt ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Durch Gottes Erwähnung ruhen sich die Herzen aus. Das heißt, das Herz ruht sich. Das heißt, das Herz fühlt sich wohl. Ne? Wenn du stehst und betest, hast du eine Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala hergestellt, merkst du, als ob du wirklich ein Werk zum Schutz darunter geschmissen hast. Ein Werk hast du getragen den ganzen Tag und die Uhr klickt, 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 klickt und du weißt, das ist mein Gebet gewesen vor 5 Minuten. Aber bleib bei dir so, ne? Weil du hast gelernt, vorher rechtzeitig zu bieten. Und jetzt merkst du, dass irgendein Last auf deine Schulter hat, die möchtest du gerne loswerden. Kaum wird gekratzt, ist alles weg. Was ist das? Das ist die Liebe für die Mann. Das heißt, du hast keine Entschuldigung, wenn du sagst, ich habe davon nicht gehört. Allah schickt dir ein Signal, du fühlst, dass das richtig ist. Du hörst vielleicht jemand, der am Reden ist, der anders denkt wie du. Aber dein Herz hat gesagt, du hast recht, er hat recht. Aber deine Emotionen sagen nein. Ich habe einen Dialog geführt mit einem Jungen aus Syrien. Er hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, er sagt, das, was du gesagt hast, hat mein Herz akzeptiert. Ich bin mit dir. Aber ich weiß nicht, warum ich will nicht glauben. Verstehst du? Was ist das? Koran beschreibt diese Menschen. Er sagt, sie waren sicher und gewiss, dass das richtig ist und ihr Herz hat das abgelehnt. Das heißt, geht da rein und findet keinen Zugang, was nämlich zulässig ist. Ne? Das heißt, er findet keinen Zugang, dieser Halal. Warum? Weil dieser Mensch hat selber Schuld, indem er dieses Journal gemacht hat, indem er dieses vierte Seitan aufgemacht hat, das steht sofort davor und macht das Gegenteil, was Antivirusprogramm macht. Das Gegenteil. Ne? Ein starker Trojaner steht da und lässt gar kein Programm mehr. So. Und du sagst, warum läuft mein Gerät nicht so schnell? Ne? Wieso bin ich so langsam? Warum habe ich keine Lust zu beten? Ne? Warum bin ich so nachlässig? Warum bin ich so träge? Ne? Du hast ein Virus in dir oder einen Trojaner in dir, der nicht weggeht ohne eine Lösung. Du brauchst ein bisschen scheuern, du musst ein bisschen reiben. So. Das war ein Beispiel von einem Prophet, der ein Vater der ganzen Propheten ist. Ibrahim a.s. Jetzt Ibrahim a.s., guck mal seine Wünsche, wie weit die sind. Ibrahim a.s. von damals schon, als Vater der Propheten, er hat gesehen, dass das, was wir heute erleben, wird kommen. Das, was wir heute erleben, wird kommen. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, wisst ihr, dass der Karbala steht sogar in Taurat, in die Tora? Das, was wir heute trauern, steht sogar in Taurat bei Musa a.s. Und steht sogar in Sohbe Ibrahim a.s. Wie? Das können wir Wort für Wort lesen. Dass einer wird an den Euphrat geschäftet.
Hussein a.s. geköpft wird in Karbala. Steht in Taura. Im jetzigen Taura, der verfälschte Taura. Das können wir reingucken. Diese Stellung von Ibrahim a.s., als er bei Allah subhanahu wa ta'ala stand, er sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, dieses Herz, was du mir gegeben hast, das kannst du jetzt. Das ist das Herz. Das kannst du. Gehirn arbeitet nicht ohne Herz. Augen arbeiten nicht ohne Herz. Alles, was du hast, sind Mittel. Aber der Imam, für das, was du hast, ist dein Herz. Allah Ibrahim a.s. hat das komplett entleert. Nicht mein Sohn, nicht mein Geld, nicht meine Frau, nicht meine Dunya. Nicht das, was du gegeben hast. Alles, was du gegeben hast, sind weg. Herz ist für dich. Deswegen hat er diesen Titel gekriegt, Khalilullah. Ibrahim. Jetzt Ibrahim a.s., er muss weitergeben, er muss weiter opfern, weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Er liebt seine Frau Hajar und sein Sohn Ismail a.s., als er Baby war, gibt er, verreist er, laut Gebot Allah subhanahu wa ta'ala, dass er in diese Wüste hingehen muss. Und er muss seine Frau mit ihr und seinem Baby lassen und nach Syrien weiterwandern. Also Ibrahim ist von Türkei gekommen, nach Irak und dann nach Saudi-Arabien. Ne? Und da in Mekka steht Ibrahim und sagt, Subhanallah, hier gar nichts zu essen, nichts zu trinken, Wüste und Hitze. Geh mal jetzt nach Mekka und guck mal, was für Hitze ist das. Jetzt in Januar. Er sagt, Allah, ich habe meine Familie und meinen Sohn in einen Platz gebracht, wo gar nichts zu trinken ist und gar nichts zu essen ist und keine Pflanzen und nichts da. Macht der Dua für dieses Land, wo er gewesen ist. Mekka. Und Kaaba. Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mach mal dieses Land segenreich, fruchtbar. Diese Dua für seine Frau und für seinen Sohn. Es macht Gebet, fit Gebet für dieses Land. Aber er macht auch Bittgebet für ich, für sie, für euch, für uns. Er sagt, oh Allah, schick mal in diesem Land einen Propheten, einen Mann, jemand, der geliebt wird, dass die Herzen zu ihm wandern. Deswegen, wenn die rufen, ne, komm, Hajj, siehst du, die Menschen wieder beantragt dein Visum, er möchte dahin. Diese Pflicht, ich will dahin, ich will zu Ibrahim, ich will zu Allah, subhanahu wa ta'ala, ne? Alle Menschen, egal welche Nationalität du hast, du kriegst diese Zuneigung, diese magnetische Anziehung, geht dahin. Träumst du, ich will dahin. Weißt du, jetzt dein Herz will dich dahin ziehen, ob du willst oder nicht. Versuchst du alles und Allah prüft dich, sag nein, noch nicht. Aber du bist schon da, deine Seele ist da. Brauchst du dir keine Sorge zu machen. Solange, dass du dieses Signal bekommen hast, Licht hast du schon gemacht. Da musst du aber an dir was regeln. Wenn du merkst, dass du, wenn du merkst, dass du zu mir kommst und ich lasse die Tür zu, verstehst du, ich mache die Tür nicht auf, dann musst du denken, weswegen, was habe ich gemacht? Ne? Machst du dir Gedanken. Normal, wenn ich zu dir gehe nach Hause und ich klinge und sieht, dass du drin bist, machst du die Tür nicht auf. Dann habe ich irgendwas gemacht oder du hast falsch verstanden. Eins von beiden. Und wenn ich sehe, dass Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht laufen, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht so mein Gunsten ist das, dass ich jetzt nicht schaffen muss. Oder vielleicht habe ich was gemacht, was Allah von uns alle sagt zu mir, erstmal mach mal das fertig und dann. Danke. Jetzt aber unser Thema ist, dass diese Dua von Ibrahim a.s. und diese ganze Prüfung von Ibrahim a.s. wurden alle abgeschafft.